Herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video fahren wir mein Tesla Model Y Performance wie einen Verbrenner. Sprich, ich habe jetzt eine Strecke vor mir von knapp 140 Kilometer. Ich habe einen Termin in Radolfzell, das heißt, wir fahren überwiegend Autobahn. Man muss wissen, die Autobahn, die wir jetzt Richtung Bodensee fahren, ist eine Autobahn, die überwiegend unbegrenzt ist. Das heißt, wir können es auch richtig fliegen lassen. Er hat jetzt auch komplett mit Sonnenenergie getankt. Das heißt, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn wir ein bisschen zügiger fahren. Wir sind bei 99%, haben 476 Kilometer theoretische Reichweite in der Batterie. 140 Kilometer hin, 140 Kilometer zurück, 280 Kilometer. Ich werde versuchen, sehr zügig zu fahren. Das heißt, da wo es erlaubt ist, gucke ich so, dass ich so zwischen 160 und 180 km/h schnell fahre. Und ansonsten halte ich mich natürlich an die Straßenverkehrsordnung. Ja, ich bin gespannt, ob ich diese 280 Kilometer mit einer Ladung hinbekomme oder ob wir unterwegs nochmal anhalten müssen oder ob ich mein Fahrprofil ändern muss, dass ich überhaupt wieder zurückkomme. Sehen wir alles. Ich will wissen, wie weit komme ich, wenn wir das Ding wirklich fliegen lassen. Ich, wie gesagt, so 160, 180 versuche ich dann immer zu fahren, wenn es geht. Vielleicht auch mal die 200 kratzen. Gucken wir mal. Ich nehme euch mit auf die Reise, weil das haben ganz viele geschrieben. Ich habe gefragt, was soll ich als nächstes am Video machen? Und da kam genau die Frage, was verbraucht er denn tatsächlich und wie weit kommen wir denn, wenn wir das Ding ein bisschen fliegen lassen? Und ich würde sagen, wir legen direkt los und fahren los. So, ich habe gerade eben einfach mal die Adresse eingegeben, Radolfzell am Bodensee, 136 Kilometer, sagt er mir, Stunde 21, wir haben aktuell 13.07 Uhr, 14.28 Uhr sollen wir ankommen und wir sollen noch ankommen mit 61% in der Batterie, das glaube ich nicht, das wird definitiv weniger sein. Wie viel weniger, schauen wir uns gemeinsam an, also er sagt die Prognose, 61%. Ja, ist ja. Also, das Model Y Performance hat einfach auch richtig Druck. Ja, das muss man schon sagen. Das schiebt auch schon ordentlich immer ums Eck rum. Das macht einfach nur Spaß. Okay, jetzt haben wir ein paar Kilometer Landstraße vor uns. Nicht viel. Bis zur Autobahn halt. Und dann geht es, wie gesagt, überwiegend auf die Autobahn. Und da sagt er schon hier 114 Kilometer, wirklich nur Autobahn, bis wir da von der Autobahn runter müssen, von unseren 136. Das heißt, es ist wirklich ein sehr großer Teil einfach. Schauen wir mal gemeinsam noch ganz kurz rein. Nur, dass wir es haben, der Trip ist hier der aktuelle Trip für einen Kilometer, dauert 2 Minuten. Also resettet, genau den schauen wir uns an. Oder auch hier seit dem letzten Laden haben wir das genauso. Den können wir auf jeden Fall verwenden. Vielleicht für alle ganz interessant. Ich bin inzwischen 4600 Kilometer gefahren. 19,5 Kilowattstunden mein Gesamtverbrauch. Finde ich ehrlich gesagt richtig gut, weil ich muss auf faire Weise sagen, so vom Fahrstil her, ich bin nicht derjenige, der wirklich extrem sparsam unterwegs ist, sondern auch schon das Auto fliegen lässt, da wo es geht, wo es zulässig ist. Und dementsprechend finde ich 19,5 Kilowattstunden overall einen sehr guten Verbrauch. Übrigens, nahezu jeden Tag mache ich auf Instagram Q&As. Dort beantworte ich Fragen rund um das Thema Elektromobilität, aber auch zu meiner Wenigkeit werden immer wieder ein paar Fragen gestellt. Also wenn ihr einfach eure Fragen loswerden wollt, mit mir kommunizieren wollt, geht das tatsächlich am einfachsten und am schnellsten über Instagram. Folgt mir da einfach, @flostoner, und ich freue mich auf eure Fragen. Ich habe die Uhr ganz genau im Blick und zwar nicht nur hier die vom Tesla, sondern auch meine am Handgelenk. Und ich sage somit herzlichen Dank an den Sponsor des heutigen Videos. Und zwar ist es die Firma Chronex, die mich unterstützt. Sonst wäre das auch gar nicht in dem Umfang möglich, wie ich das heute für euch hier tue. Chronex ist die Luxusuhrenplattform im Internet. Und wenn ihr euch eine Luxusuhr kaufen wollt,
dann schaut doch gerne mal bei Chronixt vorbei. Chronixt bietet auch einen sensationellen Service, dass sie verschiedenste Lounges anbieten, wo ihr die Uhr anprobieren könnt, unverbindlich anschauen könnt, mit einem Experten ins Gespräch gehen könnt, mit einem Uhrmacher, um dann letztendlich für euch die passende Uhr zu finden. Es gibt auch aktuell eine doppelte Rabattaktion bei Chronixt. Bis zum Ende des Monats habt ihr nochmal die Möglichkeit, mit meinem Code den doppelten Rabatt zu erhalten. Ich schreibe ihn aber in die Videobeschreibung unten rein. Viel Spaß mit eurer nächsten Luxusuhr. So, auf geht's, ab auf die Autobahn. Also ich muss auch sagen, ich fahre sehr, sehr gerne mit dem Assistenten. Ich finde, der funktioniert auf der Autobahn auch vor allem extrem gut. Ja. Wir fahren jetzt hier dem vorherigen Auto unterwegs. Ich habe 2 Klicks eingestellt, was den Abstand anbelangt. Ja, wir könnten vielleicht manchmal ein, vielleicht mehr machen. Aber dann habe ich schon wieder zu viele Autos, die sich reinziehen. Aber ja, 3 Klicks ist auf jeden Fall, ja, das sind so 50 Meter. Das ist auf jeden Fall passend. Das ist sogar ein bisschen mehr als 50 Meter. Der Lane Assist und der ACC funktionieren insbesondere auf der Autobahn, finde ich, sehr gut. Er kommt natürlich immer mit dem Hinweis, Lenkrad leicht drehen. Beziehungsweise wenn wir natürlich dieses Lenkrad leicht drehen erstmal ignorieren, dann fängt er hier an, blau einen Hinweis zu geben. Das lassen wir jetzt gerade mal machen, genau. Lenkrad leicht drehen, vor uns schert auch wieder einer rüber. Jetzt ignorieren wir das. Jetzt haben wir hier dieses blaue Blinken. Das wird auch stärker. Und wenn wir dann wieder leicht drehen, ist das Ganze in Ordnung. Und er sagt, jawohl, der Fahrer ist da und nicht eingeschlafen. Und diese 2 Systeme funktionieren sehr gut, was natürlich nicht immer so toll funktioniert ist. Tempolimit-Erkennung. Wahrscheinlich von 10 Tempolimits erkennt er gerade mal 5, hätte ich gesagt. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Genau, vor uns zieht jetzt einer raus. Wohnmobil. Er bremst automatisch ab. So, jetzt war hier zum Beispiel gerade ein 120er-Schild. Danke. Nächste, der rauszieht. Also ein 120er-Schild. Er kennt immer noch unbegrenzt. Das ist halt nicht so toll. Nächstes 120er-Schild. Schauen wir mal. Ja, wir fahren einfach dran vorbei. Er erkennt es gar nicht. Ja. So, 100er-Schild. Schauen wir mal. Und schon wieder nicht erkannt. Jetzt kommt das 80er-Schild. So, und jetzt würde ich gerne, ehrlich gesagt, auch ein bisschen mich dran halten. Gehen wir auf die 85 km/h runter. Fahren in die Baustelle rein. Jetzt gucken wir mal, wie gut er das Ganze macht. Wir haben jetzt auch gelbe Markierung auf der Straße. Es wird enger. Er hat jetzt schon rübergezogen. Er erkennt es schon super gut. Also das funktioniert klasse. Wenn ich mir das in den Spiegeln auch anschaue, das sieht wirklich gut aus. Das hat er gerade ein bisschen korrigiert bei der Brücke. Aber da soll mal einer was sagen. Das ist schon einmal wieder leicht drehen. Wir fahren jetzt an einem Auto vorbei. Wir kommen jetzt gleich zu einem LKW. Den erkennt er auch schon. Ja, jetzt bremst er sogar leicht ab, weil er den LKW erkannt hat. Er erkennt auch den Abstand zum LKW hier rüber. Also, ja, das sind Situationen, wo ich sagen muss, das macht er ja schon ziemlich gut. Jetzt sind wir Baustellenende. Jetzt wird das Ganze wieder breiter und er geht auf die, ja, er zieht sich wieder ein. Wir haben wieder unbegrenzt. Ich muss auch sagen, das Auto läuft auf der Autobahn so entspannt mit den Fahrwerksfedern und auch der Abstimmung von der Achse und der Spur vom Jarek. Das ist wirklich ein Traum. Also es fühlt sich richtig gut an. Das macht das ganze Auto nochmal einen kleinen Tick einfach, ja. Ich finde immer, das passende Wort ist erwachsener, weil es einfach besser funktioniert, ja. So, wir fahren jeden Augenblick von der Autobahn runter. 2 Kilometer sind es genau noch.
Wir sind jetzt ganz genau eine Stunde gefahren und haben 120 Kilometer zurückgelegt. Sprich, wir haben auch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h hinbekommen. Wir sind auch am Anfang recht viel Bundesstraße, also Landstraße gefahren. 23,6 Kilowattstunden, sagt er jetzt, an Verbrauch für die 121 Kilometer, sagt er jetzt. Eine Stunde Fahrzeit haben wir immer noch. Also so einen 120er Schnitt haben wir hingekriegt. Wir haben noch 57% in der Batterie und er sagt noch 276 Kilometer an Reichweite. Genau, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Für die Fahrweise, also ich habe es jetzt echt fliegen lassen. Es gab kein einziges Auto, was mich irgendwie überholt hat. Es gab einmal einen Passat, der ein bisschen mitgefahren ist, ein bisschen zügiger, aber der ist immer noch hinter uns. Also wir haben es echt fliegen lassen. Und dafür sind 23,3 Kilowattstunden an Verbrauch echt schwer in Ordnung. Wir haben jetzt noch 15 Kilometer bis zum Ziel. Das fahren wir jetzt noch kurz. Dann muss ich schon wieder umdrehen. Das ist auch nur ein kurzer Halt, den ich tatsächlich machen muss. Ich muss noch was abholen. Aber war für mich jetzt wichtig. Aber konnte ich jetzt glücklicherweise gut mit dem Video hier verbinden. Die Frage ist, schaffen wir es nach Hause? Ich hoffe doch. aber wir werden es gleich sehen und am Ende wird zusammengezählt. Wir sind angekommen. 135 Kilometer, 1 Stunde 7, 22,7 Kilowattstunden war mein Verbrauch. Ich treffe mich jetzt da drüben mit dem Kollegen. Dann gibt es eine kurze Übergabe und dann geht es eigentlich auch direkt schon wieder nach Hause. Und ich habe nicht vor zu laden, habe aber trotzdem vor, zügig zu fahren. Also wir fahren genauso zügig wieder zurück. Ich will wissen, wie weit komme ich, wenn ich so ein zügiges Autobahntempo fahre, wie jetzt, ja. Wie weit wir kommen, wenn wir sparsam fahren, könnt ihr euch gerne hier anschauen. Hier bin ich schon mal das Tesla Model Y Performance gefahren, bis er gestorben ist. Schaut euch gerne das Video an, wenn ihr es bisher noch nicht gesehen habt. Und ich würde mich tatsächlich sehr darüber freuen, wenn ihr mich supportet, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt für das Video oder sogar einen Abonnement da lasst. Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Elektromobilität und natürlich auch zum Thema Tesla. So, das ging jetzt schnell. Wir sitzen schon wieder im Auto und fahren wieder Richtung Heimat. 134 Kilometer, sagt er, sollen wir noch fahren. 260 Kilometer haben wir noch in der Batterie. Aber wir lassen es ja wieder krachen, beziehungsweise ich für euch. Und ich bin gespannt, ob ich zu Hause ankomme. Es sollte klappen, wird aber knapp. 135 Kilometer to go. Aktuell sagt er mir, wir kommen mit 8% an. Ich würde sagen, ich fahre wieder. Und sollte irgendwas Spannendes sein, hole ich euch dazu. Wir sind jetzt genau 2 Stunden unterwegs, sind 242 Kilometer gefahren. Heißt, wir haben nach wie vor eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 121 km/h und einen sensationellen Verbrauch von 22,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Wir haben jetzt noch 93 Kilometer, 19%. Das finde ich genial. Ganz ehrlich, ihr habt es gesehen, im Zeitraffer hoffentlich. Wir sind wirklich gefahren, was das Auto hergibt, beziehungsweise sehr zügig, immer zügig beschleunigt, viel 160, 180 km/h. Sonst könnten wir auch nicht diese Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen, die wir jetzt haben. Und er sagt mir, wir kommen zu Hause an mit 12% noch im Akku. Ich habe jetzt noch 25 Kilometer. Wie gesagt, zu fahren, 92 in der Batterie. Ich mache mir null Sorgen, damit wir es nicht nach Hause schaffen. Ja, ganz im Gegenteil. Wir können jetzt die Kilometer, die wir noch haben, noch richtig nutzen. Und er sagt sogar 13% jetzt. Ich bin wirklich begeistert. Das sieht sehr gut aus.
Ich würde sagen, ich gebe euch gleich nochmal ein Update, wenn wir zu Hause angekommen sind. Aber ich bin sehr optimistisch, damit das Ganze funktioniert. Und dann sehen wir auch, was wir letztendlich verbraucht haben. Lustigerweise, ich sehe gerade, mein Overall-Verbrauch ist übrigens auch nach oben gegangen, aber dazu gleich mehr. Genau 268 Kilometer haben wir zurückgelegt in 2 Stunden 17. Verbraucht haben wir 22,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das heißt, er sagt uns voraus, oder er sagt aktuell hier, wir haben einen gesamten Energieverbrauch von 60 Kilowattstunden. Ich habe noch für 59 Kilometer Saft in der Batterie oder 12%. Das hat also sehr gut funktioniert. Und wir haben es geschafft, unseren Overall-Verbrauch, und der ist jetzt fast 5000 Kilometer alt, auf 19,7 Kilowattstunden zu erhöhen. Ich habe jetzt relativ lange überlegt, Menschenskinder, was sage ich als Fazit? Wir können tatsächlich fast 270 Kilometer Vollgas fahren mit dem Auto, oder andersrum. Wir können mit dem Auto 270 Kilometer wirklich sehr, sehr zügig fahren und haben dann immer noch genügend Saft in der Batterie, um die nächste Ladesäule aufzusuchen. Aber wer, glaube ich, wirklich Strecke machen möchte, ist besser bedient, wenn er sich um die 120, 130 km/h einpendelt und damit letztendlich reist. Man schafft dann einfach mindestens 100 Kilometer weiter, verliert aber nur ein bisschen an Zeit. Also das sind wirklich vielleicht 20 Minuten, die ich dadurch länger brauchen würde, um die gleiche Strecke zurückzulegen, komme aber 100 Kilometer weiter. Also es lohnt sich dann schon doch auf Strecke mit Elektromobilität nicht ganz so zu heizen, sondern eher ein bisschen defensiver zu fahren und zu sagen, okay, 120, 130, Tempomat und so lasse ich es laufen. Und auch dieses harte Beschleunigen. Wir hatten ja auch deutlich über 200 km/h auf dem Tau drauf schon. Sonst hätten wir auch den Schnitt gar nicht erreicht. Das lassen wir einfach bleiben an der Stelle. Sind ein bisschen effizienter unterwegs und dann passt das. Ich freue mich, dass es so mega Wetter ist, weil ich kann jetzt gleich wieder bei mir zu Hause anstöpseln und dann lade ich das Auto wieder voll mit der puren Sonnenenergie. Deswegen passt das jetzt für mich. Ich entferne noch ganz kurz die ganzen Fliegen, die aufs Auto gekommen sind, sonst brennen die sich ein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal. Ich sage herzlichen Dank, bleibt gesund, Servus und Ciao, euer Florian.